Ich heb das Glas mit voller Kraft. Es lebe hoch die Bauherrschaft. Es ist eine Gleichenfeier für ein Projekt der etwas anderen Art. Maiskai wächst in die Höhe. Im Herzen des neuen Stadtentwicklungsgebietes Montelar im 10. Bezirk. Entwickelt von Strauß und Partner gemeinsam mit der WBV GPA. Die Ressource Land ist endenwollend. Wir können nicht flächenmäßig alles zubetonieren. Daher in die Höhe zu bauen, hat sicher Zukunftspotenzial. Mit einem Ausblick, auf den sich alle freuen. Und einem Timing, das perfekter nicht sein könnte. Es wird hier in dem Bezirk eine neue U-Bahn gebaut. Es kommt die U1, die im Übrigen zeitgleich fertig wird, wenn wir hier die ersten Schlüsselübergaben haben, nämlich Ende des Jahres. Ein moderner Wohnturm mit perfekter öffentlicher Anbindung und dies mit einem ausgeglichenen Nutzermix. Und zwar werden hier sowohl geförderte Wohnungen als auch freifinanzierte Wohnungen an einem Standort gemeinsam entwickelt. Inklusive einem Wohnheim für junge Menschen. Bietet den Vorteil, dass hier eben nicht nur Studenten wohnen können, sondern junge Menschen, unabhängig davon, ob sie studieren, in Ausbildung sind oder arbeiten. Das innovative Projekt Maiskai wird realisiert von dem Bauunternehmen POR. Es ist besonders spannend, weil wir natürlich die Bohrzentrale nebenan haben. Es ist einfach schön, wenn man ein Gebäude wie dieses täglich wachsen sieht. Ich glaube, in der gesamten Entwicklung des 10. Bezirkes ist das einer der Höhepunkte. So ist Maiskai noch eines der wenigen Wohntürme in Wien, mit der Hoffnung auf viele mehr. Die größte Arbeit ist getan, es steht der Bau. Nun haltet an und nehmt euch ein wenig Zeit zum Feiern voller Fröhlichkeit.